Willkommen zurück zu Total War Warhammer 3. Wir wurden hier von einer Armee angegriffen. Mal sehen, was passiert, wenn wir getreten. Ja, das hatte ich mir gedacht. Ach, die greifen jetzt Festus an. Ja, Festus macht es. Der andere könnte ein bisschen schwieriger sein, aber Festus. Der heilt die hier noch hoch. Ja, wir haben ja noch einen Chaos War Shrine. Dachte, den hätten wir irgendwann noch verloren. Oh, die spawnen da. Die Armen. Die Armen. Okay. Wäre irgendwie nett, wenn ich auch noch irgendwie die gegnerische Verstärkung anzeigen würde. Angezeigt bekommen würde. Puh, ich habe nicht. Gibt's von denen nicht auch eine andere Variante von Aspiring Champions? Wieso, was habe ich mir vielleicht mal eingebildet? Vielleicht so eine Korn-Version? Ich habe mir auch mal die Spawne von anderen angezeigt. Also von den anderen in dieser Warriors of Chaos Fraktion. Ich habe das so viel besser. Das meine ich jetzt auch nicht nur so, sondern die haben das wirklich besser. Aber wir haben ja noch Hunde. Vor allem Slaanesh. Also dieser Warriors of Chaos, wie auch immer er gerade heißt, ich kann den Namen gerade nicht auswendig, von Slaanesh. Der hatte so viel einfacher als Korn, als Festus. Der spawnt sozusagen schon in einer der besten Stellen für ihn. Könnt ihr euch selbst mal anschauen, falls ihr das Game habt. Oder ihr wisst es schon. Wo stehst du denn? Was ist das alles? Der War Shrine? Nee. Was ist diese rote Aura? Doch, das ist der War Shrine. Geheilt. Ich glaube, unsere Units sind jetzt möglichst voll geheilt. Wir können unseren Helden hier noch ein bisschen hochheilen. Beast of Nurgle. Warshrine. Okay. Wird doch nicht voll geheilt. Komm, mal heilen. Okay, jetzt ein bisschen. Und meine Hunde, ihr bleibt da ein bisschen raus. Heilen, heilen. Aufwurzen. Bisschen Magic. Und weiter heilen. Ah, das hätte ich auf Single Units machen sollen. Okay. Weiß ich fürs nächste Mal, jetzt wo ich es gelesen habe.
So? Wir haben jetzt leider nicht die ganzen Drain-Dinger. Ihr wisst, was ich meine. Habe ich in der letzten Episode gezeigt, wie die alle leer gesaugt wurden. Boah, Sigma. Weiterhin. Bisschen Armor drauf. Ja, okay, das sind Pferde. Da bringt jetzt. Das ist nicht zu viel. Ich hab vergessen, das zu overcasten. Ihr könnt den gerne killen. Bist du Hund? Aber das bin. Nee. Müssen wir jetzt nicht auf den. Wir müssen auf den, der noch viel Leben hat. Mehr wert ist. Du kannst gerne weiter auf den drauf gehen. Meine Pferdchen. Gegen machen. Kriegen wir noch genug für den? Nee, wir brauchen wir 11. Ich glaube, wir kriegen noch genug. Nee. Nein? Ich glaube, wir kriegen nicht mehr. Können vielleicht hier was verlieren. Ah, ich habe jetzt was abgebrochen. Der Leech Lord. Er hat gerade versucht, es zu dodgen. Gegen Louis, ja, das ist der Haupt.
Lord? Evo? Whatever. Oops. Oops, Attack. Gut. Schild. Und heilen. Können wir ein bisschen vorspulen. Fällt echt viel aus. Nee. Weiter heilen. Komm. Immer weiter heilen. Ja. Ich bin gerade eingeladen. Aber ich fight es hier noch zu Ende. Betonia. Wir bekommen ein bisschen was an Schaden. Voll. Safa. Wir haben das auch noch nicht voll. Das geht man durch verloren, oder? Damage your unit stake. Okay. Dass wir das noch nicht voll haben? Really? Der hält echt viel zu viel aus. Der kann doch immer mal wieder auf. Immer mal die. Also. Ja. This is working. Easy Clutch. Heroic Victory. Easy Clutch. XP Rank. Ah, XP Rank. Die haben weniger Good Hood als die. Okay. Schau gerade an die Zahlen. Dass der mehr gekillt hat als der, trotz Magie. Sehr welche der Chaos War Shrine hat Sachen erledigt anscheinend. Now this looks like a job for me. So everybody follow the Leech Lord. Was geht hier ab? In Force March. Oh, du Armer. Ah, da hätte ich was anderes machen sollen. Ja. Nein, wir feiern das jetzt. Machen wir jetzt noch schnell. Das Battle machen wir jetzt noch. Wir genießen noch ein bisschen die echt gut aussehenden Noble Units.
die immer so fröhlich am Lächeln sind. Die lächeln auch. Nur man sieht es nicht wegen dem Helm. Guck mal, wir wurden sogar schon perfekt aufgestellt. Das ist ja mal was. Is not my son. Die Musik, die ich gerade höre, hat zu Michael Jackson gewechselt. It is not my son. Ja, speichere ich ja schon die meiste Zeit mein Gesinge. Die meisten auf Discord müssen das ertragen. Die Armen. Lord of Chaos. Exalted Hero of Nurgle. Komm, wirf deine Flasche. Wirf deine Flasche. In dem Umkreis die Flasche. Oh, der Lord ist schon weg. Okay. Jetzt hat er die Flasche geworfen. Festus. Ja, die Gods haben euch wirklich abandoned. Denn ihr legt euch mit Festus an. Benutze ich euch auch mal als Kavallerie, nicht als eine weitere Maschine in dem Blob. Auch wenn ihr relativ langsam seid. Eine der langsamsten Kavalleries im Game. Ich überlege gerade, die Vampire Counts haben auch sauer langsames, aber es zählt glaube ich nicht als Kavallerie. Wenn wir das. Was machen wir jetzt mit ihnen? Hilf verloren. Oh my God. Echt nur 567. Na, wahrscheinlich, weil hier sehr wenige Leute drin sind. Auch wenn sie gut Schaden machen. Ja. Ja, wir brauchen das für die dritte Armee. Ich glaube, wir ersetzen die durch einen Beast of Nurgle. Vielleicht das auch? Wer weiß. Aber, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und jetzt Kommentare da. Beim nächsten Mal erstellen wir wirklich diese neue Armee. Aber, bis dahin. Ciao, ciao.